Es ist alles falsch, keine Vertreibungspläne, sondern rechtsstaatliche Rückführung. Nur wir sind die Partei, die gerade die rechtsstaatliche Rückführung einfordert. Um das zu kriminalisieren, wird ein Pseudo-Narrativ draufgelegt. Das muss gesehen werden, es ist eine bewusste Täuschungsabsicht, eine vorsätzliche Manipulation, kein Geheimtreffen, keine hochrangigen Entscheider, schon gar keine Zustimmungen von anwesenden AfD-Politikern zu irgendwelchen Rückführungsplänen, die nicht das gesetzlich Gebotene betreffen.